Die nächsten 20 Minuten gehören jetzt der Herrn Professor Dr. Leonard Dobusch. Er ist an der Freien Universität Berlin tätig. Bitte schön, Sie haben das Wort. Mr. Swoboda, Ms. Costa. Herr Swoboda, Frau Costa, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, danke schön für die Einladung, dass ich kurz hier eine Studie vorstellen kann zu dem Bericht der letzten Kommission zum Thema Urheberrechte. Ich darf kurz nochmal würdigen, was der Vorredner sagte. Ich sehe das ganz genauso wie er, was den Inhalt anbelangt, beziehungsweise den richtigen Zeitpunkt der heute stattfindenden Anhörung. Gut, seit seit zwei Wochen gibt es jetzt eine neue Kommission und von daher ist es wirklich der richtige Zeitpunkt, das zu ernten, was die frühere Kommission eingefahren hatte im Zusammenhang mit der Konsultation zum Thema Urheberrechte. Und genau darauf werde ich mich jetzt in meinen Ausführungen konzentrieren. Zunächst Folgendes. Der Bericht der Kommission, warum interessiert er überhaupt oder interessiert er mich überhaupt? Und das muss ich Ihnen gar nicht sagen, dass die Urheberrechte rechtliche stark umstritten sind. Aber eins ist unumstritten, dass nämlich Urheberrechte ein Balanceakt darstellen. Der Titel hier eines Werkes, Copyright Law Basics, Copyright is a Balancing Act, Alan Kirkpatrick sagte das in dieser Art und Weise. Und dann würde ich sagen, dass Urheberrechte ein zweischneidiges Schwert sind. Einerseits geht es darum, Zugang und Schutz zu gewährleisten. Die Ausdrucksfreiheit wäre ohne das unmöglich. Ohne Schutz wäre es so, dass viele Geschäftsmodelle nicht überleben würden. Und das ist ein Teil, den Herr Martin Kretschmer ja schon ausführlich behandelt hat. Und ich möchte jetzt nicht mehr ausführlich darauf eingehen. Ich werde mich hingegen konzentrieren auf diesen zweiten Teil, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist, um Bestimmungen zu erlassen, also für Sie wichtig ist. Letztendlich geht es nämlich um die Interessen der Stakeholder. Es geht um Ihre Interessen, wenn Sie Bestimmungen erlassen. Eine Gratwanderung zwischen den Interessen der Stakeholder, und ich habe das auch aufgegriffen aus dem Kommissionsbericht nach der öffentlichen Konsultation EU-Urheberrechte. Ich werde jetzt nicht nochmal den ganzen Titel im Einzelnen verlesen, möchte mich nur konkret auf den Inhalt des Berichtes konzentrieren. Bei der Konsultation wurden die Befragten darum gebeten, verschiedene Kategorien einzuordnen. Und dann geht es um Verbraucher, Träger, Nutzer, Rundfunkanbieter, Intermediäre, um nur einige Beispiele zu nennen, Mitgliedstaaten, Verwertungsgesellschaften und so weiter. Die Antworten waren natürlich unterschiedlich. 11.000 Nachrichten sind bei der Kommission eingegangen und die meisten gingen von den Verfassern ein, von den Urhebern ein. Aber es gab auch verschiedene Antworten von Seiten der Befragten. Man hat ja versucht, die verschiedenen Aspekte zu kategorisieren. Angesichts der Vielzahl, der Vielfalt der Stakeholder, was heißt das denn dann konkret, diese Urheberrechte? Und Martin Kretschmer hat es ja auch gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass einerseits die Künstler gesehen werden, andererseits die Verbraucher. Da gibt es unterschiedliche Stakeholder, die verschiedene Interessen in verschiedenen Situationen vertreten. Und ich würde sagen, dass Urheberrechte und eine Balance zu finden bedeutet, Kompromisse zu zielen. Kompromisse sind natürlich, ein guter Kompromiss führt dazu, dass niemand wirklich glücklich ist, wie man so sagte. Aber vielleicht sollte man sich zweierlei Fragen stellen, die wichtig sind.
wenn das Urheberrecht erlassen oder reformiert werden soll. Erste Frage. Wie ausgewogen oder unausgewogen ist denn die Angelegenheit derzeit? Herr Martin Kretschmer sagte, es sei unausgewogen oder nicht ausreichend ausgewogen zumindest. Aber zu welchem Ergebnis kam denn die Konsultation? Wie sehen die Stakeholder die Angelegenheit, die eine Rolle spielen dabei? Das Ganze hat sich ja nicht geändert seit Verabschiedung der Richtlinie im Jahre 2001, aber vielleicht hat sich ja doch da anderes erheblich geändert aufgrund des technologischen Wandels im letzten Jahrzehnt. Aufgenommene Musik, Rundfunk, Internet. Wir haben immer wieder gesehen, dass sich hier vieles erheblich verändert hat. Und genau diese technischen Unterschiede haben dazu geführt, dass es erforderlich ist, die Bestimmungen entsprechend anzupassen seitens der Gesetzgeber. Und dann, wenn man ein Ungleichgewicht feststellt, muss man sich fragen, was erforderlich ist, was notwendig ist, damit das ursprüngliche Gleichgewicht erneut erzielt wird. Dazu habe ich mir den Kommissionsbericht angeschaut zu den öffentlichen Konsultationen. 100-seitige Zusammenfassung der 9500 Antworten von insgesamt mehr als 11.000 Nachrichten. Und da richtet man sich nach dem Fragebogen, nach derselben Struktur. Fragebogen bestand aus 80 Fragen, unterteilt in 24 Bereiche. Und diese 24 Bereiche unterscheidet dann nochmal zwischen den einzelnen Stakeholdergruppen, die ich vorhin angeführt hatte. In meiner Studie dann habe ich jeden der 24 Bereiche überprüft, um zu schauen, ob einige der Kernstakeholdergruppen, also Verbraucher, Bibliotheken, Archive und so weiter, Dienstleistungsanbieter, Intermediäre, Verwertungsgesellschaften und Produzenten und so weiter, sie der Auffassung sind, dass eine Reform erforderlich ist oder aber ob sie zufrieden sind mit dem Status quo. Um das Ganze visuell darzustellen, habe ich hier Farben verwendet. Grün bedeutet, man ist für eine Reform des Urheberrechts. Das, was auch angeführt wurde bei den Antworten. Rot bedeutet, dass die jeweilige Stakeholdergruppe zufrieden ist mit dem derzeitigen Status quo, keine Erfordernis sieht, irgendetwas zu reformieren. Und gelb dann die Personen, die unschlüssig waren oder keine klaren Antworten gegeben haben. Ich möchte konkrete Beispiele in diesem Zusammenhang anführen und dann können wir sie uns nochmal im Einzelnen anschauen. Zwei Fragen aus dem Fragebogen. Hier ging es um die territoriale Realität. Also, die Nutzer, auch institutionelle Nutzer, Bibliotheken, Archive sehen Probleme und sehen, dass es erforderlich ist, die Bestimmungen zu koordinieren. Und wir stellen fest, dass Verwertungsgesellschaften und so weiter der Verwaltung sind, dass dieses territoriale Aspekt kein Problem darstellt. Ein weiteres Beispiel. Das Bild ist ganz ähnlich, wenn man sich die konkreten Beispiele vornimmt für ganz konkrete Ausnahmeregelungen. Da ging es um Text- und Data-Mining zum Beispiel. Die Erfordernisse, das Ganze zu begrenzen in der EU-Urheberrichtlinie. Erfordernisse legislativer Änderungen, wohingegen ja viele doch Urheber zum Beispiel zufrieden sind mit dem Status quo. Aber hier und da ist dieses Modell nicht haltbar. Sagen wir mal, gerechte Vergütung der Urheber und der Produzenten. Und das ist auch interessant. Vielleicht ist das einfach eine bequeme Wahrheit, wenn man sagt, dass die zwei großen Gruppen, Urheber, Verwertungsgesellschaften und so weiter, da wohl sich einig sind, wenn sie sagen, man bräuchte da gesetzgeberische Tätigkeit, um ordentliche Bezahlungen sicherzustellen. Und das ist ja auch eines der Fazite von
Martin Kretschmer. Da wurde ja über Verträge, über Tarifverträge gesprochen. Und viele sehen aber hier keine Notwendigkeit, etwas zu ändern. Das waren also ganz konkrete Beispiele. Schauen wir uns jetzt das große Bild an, was aus der Konsultation entsteht. Hier gibt es also die 24 unterschiedlichen Bereiche. Waren die Stakeholdergruppen für eine Reform oder reformfeindlich eingestellte? So, das Ganze ist nicht wirklich überraschend, aber sehr eindeutig. Es gibt eine klare Kluft zwischen den Stakeholdern, Endnutzern, Bibliotheken, Archiven, Hochschulen, die eindeutig dafür sind, dass das Gebiet reformiert wird. Und die Produzenten, Verwertungsgesellschaften, Urheber und so weiter sind für die Beibehaltung des derzeitigen Systems. Ganz kurz einige Zahlen. Endnutzer, 24 von den 23 beurteilen sie so. Und andererseits ist es so, dass wir Rundfunkanstalten sehen und so weiter, die lieber nicht an dem derzeitigen geltenden Recht gerührt wird. Nicht ganz so skeptisch sind die intermediären Nutzer. So, kommen wir mal zurück zu den ursprünglichen zwei Fragen, die ich in den Raum gestellt hatte. Das heißt, dass das derzeitige europäische Urheberrecht unausgewogen ist. Ein Teil ist gänzlich zufrieden mit dem Status quo, die andere ist unglücklich. Von daher ist die Lage nicht ausgewogen. Dazu kann man sich wohl einigen. Welche Richtung sollte man jetzt einschlagen, um ein Gleichgewicht zu erzielen? Und wenn man sich die Studie anschaut, kann man vielleicht etwas zu lernen über diese Richtung. Und ich denke, das bedeutet, dass Gesetzgeber sich positionieren müssen. Wenn man hier ein neues Gleichgewicht befürwortet, wird man nicht nur glückliche Gesichter haben, aber hoffentlich auch nicht zu viele unglückliche. Und das bedeutet, dass hier eine Umstrukturierung doch gewissermaßen Reform bedeutet, wie die Endnutzer und die institutionellen Nutzer das fordern. Wenn Sie sich für weitere Einzelheiten meiner Studie interessieren, haben Sie hier die Internetadresse. Und ich brauchte nicht mal die 20-minütige Redezeit, aber ich hoffe, dass meine Ausführungen klar bei Ihnen angekommen sind. Bush for this. Herzlichen Dank, Professor Obusch.